よもや二つの世界が共闘するなど過去の自分に伝えたとて信じはしないだろうな。これより我々シティは総力を挙げてペベス、アグヌス、両軍を援護する。ビルガメス、バスピョン。これよりオリジンへと総攻撃を仕掛ける。援護を頼む。なこと言われなくたってやってやるよ。我々の目的はあくまで防衛だ。破壊するのは外周の兵器のみ。オリジンの中枢にはノアたちが向かっている。中は壊すんじゃないぞ。壊したら世界も元に戻らなくなるってんだろ。了解したぜ。交友関係が広がったね。Sehr schön, da haben wir Melia befreit. Und hatten die da gerade einen Moment, wo Melia Rico zugenickt hat, als ob sie diesen Rico kennt? Weil in ihrem Spiel, also in Xenoblade 1, haben wir auch den Hieropon Rico. Aber das ist ja halt ein anderer Rico. Mal sehen, ob die das irgendwie auflösen noch. Eigentlich direkt rausgehen und weiter Ruf für Schloss Käse sammeln. Und die Musik gerade bei dem Fight gegen N war auch nicht schlecht. Es hatte so schon leichte Nier-Vibes, finde ich. Ja, ich mag das sowieso, wenn sie großen Gefühlsmoment haben und dann tun sie damit absolut überhaupt nicht kampfartiger Musik einen Kampf machen. Schon nicht schlecht. Hier haben wir wieder was zum Ausruhen. Gucken wir mal, ob wir vielleicht Material für Juwelen haben. Hier sein können. Kiroku shite okanaito.
Ah ne, Ausrüstung brauche ich nicht. Weil die Materialien können wir ja nur in der Arena farmen, leider. Eigentlich, obwohl, nee, Beute ist auch drin. Ich wollte gerade sagen, eigentlich brauche ich das nicht, Beute bräuchte ich, aber ich habe ja Beute auch da drin. Ich bin schon voll von Dingens hier. Eigentlich direkt draufklicken. Ich glaube, da ist eine Leiter gerade rum umgedreht. Hangar oben Osttor. Okay, das war scheinbar nur für das Material hier. Achso, hier ist das ist ein Fragment, das wir nicht brauchen. Geht's hier hin? Hier geht's auch in Richtung Questline. Hätte sein können, dass hier noch was versteckt ist oder so. Da geht es irgendwie runter von irgendwo her. Haben auch schon wieder schöne Musik hier für diese Ebene gemacht, ne? Ah, das ist ein Posse. Sehr schön. Also anguckt, wie viele Stunden ich da drin habe und dass ich ja noch ein paar Stunden brauche, um das Postgame dann zu machen und das DLC, ne?
Es ist tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen länger als Persona 500%, glaube ich. Müsste mal gucken, wie lange ich für Persona 5 gebraucht habe. Aber mindestens 200 Stunden auch. So, Karma der Lügner. So, haben wir die jetzt auch. Okay, da können wir dann das Seil runter. Eine Kiste. Ich glaube, wenn ich Xenoblade Cross irgendwann nochmal spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich auf Emulator spielen, wenn es immer noch keinen Remaster gibt. Der Background ist trippy. Guck selten in den Stream rein, kann das sein? Den haben wir bestimmt schon 5-mal gesehen. Ist der Fahrstuhl aus? Hätte ich gemerkt, dass der Stream buffert, weil WWE einfach wieder runtergeladen hat. Ich habe nichts zu 100% mitbekommen. Ganz ehrlich, tust du so fast nie, ne? Ist doch meistens irgendwie was an anderen Sachen machen. Kann ich irgendwo verstehen, ne? Aber brauchst du, man braucht sich halt nicht wundern, dass man Dinge verpasst dann, ne?
Weiß man ja selber, glaube ich. So, hier können wir den Fahrstuhl anmachen, dann kommen wir an die Kiste ran. Ja, auch irgendwann selber spielen, wir ja nicht alles sehen. Als ob du dir das bis dahin merken kannst. Du hast deine Switch noch nicht mal ausgepackt. Sag ich mit der unausgepackten Switch, die du mir geholt hast, im Hintergrund. Irgendwann werde ich geschafft, das Switch auszupacken. Das wird, glaube ich, erst nachdem du Opus geschnitten hast. Nee, aber jetzt mal Real Talk, ne? Wir müssen dein fucking Capture Card fixen, damit du vernünftig alles spielen kannst, was du dir vornimmst zu spielen. Ne? Wenn du Hilfe brauchst, wenn du irgendwie Probleme hast, sag was. Oder gucken wir mal, was wir da machen können. Ich habe doch auch schon öfter gehabt, dass ich da 10 Sekunden gegoogelt habe und dein Problem gelöst habe, nachdem du da tagelang aufgegeben hast. Also, ne? Kann sein, dass sowas auch mal wieder passiert dann. Gerade hier Sachen wie Switch möchtest du ja sicher auch streamen. Ein Capture Card lässt sich nicht mal einen Umzug an. Weil, das ist eine Internetleitung. Verständlich. Auch wenn du es ja schon mal versucht hast und einfach aufgegeben hast, aber egal. Brauchst halt nur nicht hier sagen, gib dies und das nicht auf PlayStation, wenn du halt fucking Capture Card hast. Weißt du? Das ist so, hä? Ich sehe das Problem mit dem PlayStation und so nicht. So nach dem Motto, weißt du? Die Möglichkeiten sind gegeben. Hat geklappt, 5 Minuten Audio irgendwie delayed. Man kann ja auch nicht in deinen Kopf gucken. Das ist aber auch krass, dass in der englischen Fassung oder Lokalisierung von Xenoblade 3 heißt der Seelenkontrolleur Soul Hacker. Finde schade, dass er im Deutschen nicht auch Soul Hacker heißt. Haben wir hier noch irgendwo einen Boss rumstehen, zufälligerweise? Wie fällt da eine Tür? Hallo, Tür. Keine Reaktion, okay. Später, schätze ich mal. Später. Okay, die Emotes funktionieren nicht mehr. Zumindest sehe ich sie nicht. So, aber es war nicht so später. Es war so 10 Sekunden später. Never mind. Das ist auch ein leichtes Meme, wenn man im Final Dungeon ist und sagt später. Ja, das ist normal, Logo. Dass irgendwas bei mir kaputt geht, ist immer normal. Solange es nicht der Ton ist oder das Internet, lässt sich damit drüber reden.
By the way, haben sie bei meinem Vater an der Straße weiter, haben sie jetzt endlich die Glasfaser gelegt, ja? Er wollte schön hier seine Serie weiterschauen. Und was ist gewesen? Internet ist ausgefallen, weil sie irgendein Kabel gekappt haben. Weißt du, hat sich extra für den Tag, hat er sich die letzte Folge aufgespart, dass er sie schön genießen kann. Und dann hat er kein Internet gehabt und konnte sie nicht gucken. Belastend, ey. Ich werde das Problem wahrscheinlich nicht haben, weil ich ja über Kabel gucke und nicht über, also er hat ja DSL. Aber schon belastend auf jeden Fall. Ich müsste mal nachfragen, ob er inzwischen Internet hat. Die sind da schon ein bisschen weitergezogen mit ihrer Baustelle. Müsste ich ihn mal fragen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er jetzt wieder hat. Oder zumindest sich beim Support gemeldet hat oder so. Oha, die leuchten anders als die anderen. Kein Grund, warum sie anders leuchten. Sie leuchten einfach anders. Ich kann immer noch nicht so wirklich glauben, dass ich ein sehr gutes Rhythmusspiel heute angefangen habe. Das da wäre? Stetzen wir uns gerade durch eine Menge von Gegnern oder sieht das nur so aus? Diese Scroll-Werbung kommt relativ oft im Chat und die anderen Sachen kommen eigentlich so gar nicht. Das sollte eigentlich so sein. Das war schon ziemlich knapp dran bei den Leuten. Wären die da ein bisschen weiter reingekracht, hätten sie alle umgefahren.戻らないのか。うん。まああれだ。我々が本当に倒すべき敵の顔をこの目で見てみたくなった。そんなところだ。外の攻撃全然やまねえと思ったら、まだこんなところでチンタラしてやがったのか。 女王は無事助け出した。残るはZ。俺たちの本当の敵だけだ。そうか。なら私もついてってやるよ。なぜあなたまで？なぜって、ほらあれだ。この先に本当の敵ってのがいいんだろ？そいつの顔、一度この目で見ておきたいじゃねえか。
何笑ってやがんだてめえら。いや、いいもんだな、親子ってのは。は？ありがとう。この世界、何が何でも守らなきゃって、今は自信を持って言える。ゴンドウたちのおかげだ。Ich glaube, die haben den Fistbump nicht verstanden. Melatonin ist so aufgebaut wie Rhythmus, Rhythmus Heaven. Das ist so gut. Schwer, aber gut. Okay. Ich sehe schon, komm, wir finden jetzt, haben jetzt einen Haufen Leute, die uns begleiten wollen hier bestimmt, ne? Und bei Z werden die alle kontrolliert, uns zu bossen für uns. 100%. Ganz bestimmt. Wir werden gegen unsere Freunde kämpfen müssen. Ich bin mir 100% sicher. Was anderes kann gar nicht passieren bei Seth. Muss ich einfach aufheben. Das Store ist abgeschlossen, war ein tolles Indie-Game. Wie lange hast du es gebraucht? Ach schon, das geht doch für ein Indie-Spiel. Ist so ein Souls-like, ne? So ein bisschen so. Okay, wir haben hier ein Lagerfeuer. Das ist etwas wie Tunic, aber nur nicht mit Drogen gemobbten Rätseln. Ja, Tunics Rätsel sind schon was Besonderes, glaube ich. Aber das macht auch ein bisschen den Charme aus, finde ich, weil du hast ja damals auch so mit Handbüchern und musstest dir selber überlegen. Und da man heutzutage alles im Internet raussuchen kann auf die Schnelle, ne? Glaube ich, sind so eine Sachen... wo du zumindest so ein bisschen gucken musst, schon mal gar nicht so verkehrt, um das Feeling von früher halt ein bisschen aufleben zu lassen, weißt du? Du wirst ja so zugeschissen mit neuen Spielen und du kannst alles gucken, was du dir so überlegst und ist halt alles viel zu viel. Und etwas, was dann so in der Richtung ein bisschen entschleunigt und auch ein bisschen zu denken anregt, ist da gar nicht so verkehrt. Sollte jetzt nicht jedes Spiel haben, aber wenn so das ein oder andere Spiel das sowas macht, finde ich das total in Ordnung. Tunic war nicht so schlecht, aber Rätsel, puh, hatten wir The Witness spielen können. Ja, aber genau das ist es doch. Ich sag ja, ne? Genau sowas halt, ne? Wie gesagt, muss nicht jedes Spiel haben halt, ne? Aber, wenn so ein, zwei Spiele zwischendurch so eine Sachen haben, why not? Da ist eine Kiste. Gut, machen wir den hier auch noch. Hatte 9 out of 10 letztes Jahr. Also, deine Wertung. Tears of Kingdom soll ja auch nicht schlecht sein. Ist auch 10 out of 10, 97% und so Kram, ne? Ich habe mir die Reviews nicht angeguckt, aber... ja, die habe ich auch die ersten paar Sekunden da angeschaut. Hatte direkt Bock drauf, aber ja, wie gesagt, muss ich halt leider ein bisschen warten. Es wird dann aber, wenn ich soweit bin und das spielen kann, wird es dadurch nicht schlechter, finde ich.
Ich muss halt nur versuchen, nicht allzu viel irgendwelche Sachen von anderen Leuten anzugucken. Dass ich mich halt nicht so sehr spoiler, ne? Bis jetzt klappt das ja immer ganz gut, wenn ich das mache bei Spielen. Ich habe sonst Platin gespielt. Auch wenn es jetzt nicht kacke war. Ja, ist halt schwierig, ne? Aber Tunic, bei all seiner Cuteness, ne, ist allein schon, weil es halt so ein bisschen Souls-like ist, jetzt nicht das Feel-Good-Entspannungsspiel, ne? Warum rennt Lanz so blöd herum? Azael, der Greifer. Ich warte noch drauf, dass wir Uriel, Gabriel und Raphael treffen. War schon stressig. Ja, die Engel auch. Ich wette, die werden wir in Soul Hackers 2 wiedersehen. Ich bin gespannt, wie schlecht das Spiel wirklich ist, weil die haben alle rumgeheult bei Soul Hackers 2. Aber ich bin der Meinung, dass sie ein bisschen zu sehr rumheulen. Weil ich habe so ein bisschen mitgekriegt, dass sie vor allem in den Artstyle rumgeheult haben. Und ich finde, wenn man das mit dem 3DS Remaster von Soul Hackers 1 vergleicht, ist der Stil total in Ordnung von Soul Hackers 2. So rein von den Artworks her gesehen. Weil Soul Hackers 1 war von den Artworks auch schon so mehr Richtung Anime gewesen als Devil Summoner. Von daher bin ich gespannt. Und ja, ich bleib bei der Aussage, nach Xenoblade 3, wenn wir alles durch haben, 100%, machen wir Soul Hackers 2. Dann geht's weiter mit der Tensei-Reihe. Die verliert nicht viele Worte für ihren Bosskampf, wa? Hier auf Tänze geht mal weiter, Derp. Ja, an für sich hat es ja gar nicht aufgehört. Ich habe ja immer wieder vom Handyspiel ein paar Videos hochgeladen. Problem ist halt, dass wir bei Imagine grinden müssen. Und ich komme halt nicht zum Grinden. Ich bin froh, wenn ich hier so normal ein bisschen spielen kann. Der einzige Grund, warum ich bei Nier zum Beispiel grinden kann, ist, weil ich es nebenbei laufen lassen kann. Ich müsste halt bei Imagine einfach nur mal dazu kommen, überhaupt das Spiel zu spielen. Weil, dann habe ich es bestimmt auch innerhalb von ein, zwei Play-Sessions, wollte ich sagen. Habe ich es dann bestimmt auch, auf den Level, den ich brauche, gegrindet. Also lohnt sich halt echt nur, wenn man dann auch ein, zwei Mal reinkommt. Weil sonst kann ich diese EP-Buffs brauche ich mir da gar nicht holen, weil die kosten ja auch etwas. Da muss ich auch nochmal immer den Dungeon ein, zwei Mal gehen, damit ich die kaufen kann. Dann mache ich den EP-Buff an und dann komme ich halt schneller in die Richtung. Die Möbius Battle Music ist schon geil, das stimmt, aber die haben wir auch öfter in den härteren Boss-Pattern gehabt, ne? Toll, dass sie das untertitelt haben, ne? Danke, Spiel. Ich meine, ich kann mir denken, was er sagt, aber wäre schön, wenn sie das auch untertitelt hätten. Ach so. Nicht mal so eine Cutscene oder so. Klasse.
Würfel. Eine Menge Würfel. Okay, du bist kein Boss, deswegen interessierst du mich nicht. Oh, Hunde auf beiden Seiten. Und da hinten ist ein Boss. Ist auch ein Hund. Elveia. Ich frage mich, ob sie das mit einem L-Vorsatz mit Gedanken an Xenogears machen, weil... Ne? Omnigear und so. Bist du dran? Ich würde ja gerne sagen, ne, wenn wir dann Soul Hackers 2 haben, haben wir dann endlich zumindest die Devil Summoner-Reihe fertig. Aber das stimmt nicht. Weil Devil Summoner hat ja noch zwei PlayStation 2 Spiele, die ich übersprungen habe, weil wir Soul Hackers 2 dann stattdessen spielen. Die PlayStation 2 Spiele hätten wir stattdessen davor spielen müssen. Aber es ist halt besser, wenn du Soul Hackers 1, Soul Hackers 2 spielst, so finde ich. Bajak, der Werwolf. Aha. Das war ja. Wolfsgeist. Ganz viel Material. So, hier haben wir wieder Leute in den Ecken stehen. Und dann ist ein Fragment in der Ecke. Fragment. Wir brauchen diese Fragmente halt echt nicht mehr, weil wir die ganzen Upgrades schon haben. Heiner. Ich glaube, falls ich nach dem Studium nicht wirklich einen Job in dem Bereich kriege, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr in Richtung Modding gehen wollen. Ich hatte letzte Zeit schon öfter irgendwie Lust, da was zu machen, aber ich habe halt keine zusätzliche Zeit. Ne? Ich komme kaum zum Spielen, komme kaum zum Reviews machen, komme kaum zum für die Uni-Aufgaben die Sachen zu machen, ne? Oder dass ich mich hier total in irgendeine Krankheit befördere dabei, ne? Deswegen da dann nochmal Modding anzugreifen. Da könnte ich zwar 3D weiter üben, aber das wäre auch schon der einzige Vorteil, den ich dann hätte. Komme ich schon auf den Edge of Eternity Straßen. Ich bin neugierig, was die für Verbesserungen, seitdem ich gespielt habe, drin haben. Ja, tatsächlich würde ich das sogar dann auch nochmal noch ein zweites Mal spielen wollen. Nur
Aber ich glaube, das würde ich machen, wenn sie einen zweiten Teil machen würden. Die haben ja offenes Ende gehabt, ne? Aber die haben ja Auto-Battle drin und so einiges drin, ne? Seitdem ich halt aufgehört habe. Die verlieren nicht mehr viel Worte für die Möbius. Ah, stimmt schon, die Musik ist schon geil. Er macht hier Spin to Win. Zentralsektorzugang. Fahren wir durch die Würfel durch. Das muss das Theater sein, weil es sieht von außen aus schon so aus wie eins. So. Ja. Zed erwartet uns. Ich hoffe, er erwartet auch eine Tracht Prügel, sonst wird er ziemlich überrascht sein. Wenn wir weitergehen, gibt es kein Zurück mehr. Seid ihr alle bereit? Tür durchschreiten? Yes, please. Gehen wir! Endboss, I guess. エンジンが年代物なんで係がなもんぶん殴れ蹴っ飛ばせ機械なんてもんは気合で動かしゃなんとかなんだよ
な無茶な。これ精密機械室よ。何が精密だ。こうしてこうしてこうして気合い入れるや。いやだから蹴っ飛ばしたって。これ見ろ、動くじゃねえか。マジかよ。よし、ほんじゃ気合い入れていくぞ、てめえら。あいつらにもらったこの命、目いっぱい輝かせんのが今この時だ。両輪全速、よそのコロニーに遅れを取んじゃねえぞ。なんだここは。ゼットあれがゼット。何度目だろうか、ここでこうしてお前と相まみえることは。さあ上がってくるがよい。何度目かのお前の何度目かの晴れの舞台へ。そして私は再びこのセリフを言おう。なぜ流れに身を委ねぬと。あいにくだったな、記憶力はあまり良くないんだ。お前たちは流れを止めに来たのだろう。永遠に静止したこの時の流れを、この私を消し去ることによって。流れてるだの止めるだの、今一つピンとこねえが。てめえをぶっ倒せば世界が動き出すってのはどうやら本当のようだね。人々の望みは流れる川のようなもの。誰もが望んでいるのだ、永遠の今を。現に私はここにある。私の存在がその証左なのだ。冗談じゃない、こんな世界誰が望むもんか。僕はお前たちの支配を拒絶する。けどな、てめえらがいたおかげで気づけたことがいっぱいあったのも事実だ。限られた時の使い方を学べたよ。それだけは礼を言わせてもらうぜ。同感だな。たとえそれが10年であっても、選べることの大切さに俺たちは気づけた。俺たちは作ってみせる、選べる自由のある世界を。あなたの作った虚構の世界なんかじゃない、確かな現実をみんなは求めているのよ。自由などそれこそ虚構、まやかしだ。選べるものは、強きものはそれでいいだろう。だが選べぬものはどうする、弱きものはどうする。誰もがお前たちほど多くの選択肢は持ってはおらぬ。差し出すか、お前の一部を慈悲という名のもとに。与えるか、憐れみを。与えられたものが満足すると無双して、惨めさなど微塵もないと信じて。限られた中での最良の選択、最良の人生。我が与えるものに敗者はあらぬ。繰り返すうちに、いずれは誰もが勝者となりうる。命を奪うことしかできない世界で何が勝者よ。勝手にルールを決めないで。命を奪うことをなぜためらう。世界が定めたルールになぜ抗う。命を奪うことで世界は続いてきた。その否定は逃避であり、
行き着く先は自死だ。見ぬふりなどできぬ。刮目こそが生物としての本懐。メビウスの力の命の源泉はまさにそこだ。命を削り合い、昨日より今日、今日より明日とより高みを目指そうとする若者たち。我々にはないその爆発的な原動力、それが命だ。我々は命の体現者としてここにある。なるほど、そういうことか。それで二人に選べもしない道を選ばせたのか。ヨランやクリスたちをメビウスにしたのか。当然だ。なぜならば面白いものな。お前たちが見せる命の活劇、その観客が我々なのだ。さあ見せてくれ。次の幕は何だ。死別か、復讐か、革命でもよいぞ。悪ことなきこの世界、彩るのはお前たちの命なのだから。こいつら。分かったわ。生きるために戦う、ミヤビが教えてくれたあの言葉、今この時のためのものだったって。ああ、ミオの言う通りだ。最初は軽い気持ちだったさ。ウロボロスの力を得て、なんとなく寿命が伸びたらいいなって、その程度の。だけど今は違うぜ。多くの人には選択肢なんてないことを知った。ごく一部の奴らに奪われていることを知った。お前の言う強さは見せかけだけの強さだ。本当の強さは違う。そうさ、時には寄り添い、時には託し、共に歩いて、いつか本当の自分を選ぶこと、それが強さだ。その答えを見つけることが本当の戦いなんだ。選び取ろうとする一瞬一瞬の意志、刻したそれを摘み取ろうとするのなら、俺たちは戦う。あんたとは別の未来へと生きるために。ウロボロスごとき封じるなど造作もないことよ。さあ開幕だ。So, Set. Level 72, wie süß. Ich hab die ganze Zeit schon ohne Synchro gekämpft, damit die Kämpfe nicht so schnell vorbei sind. Ja, dementsprechend, ja. Was ist das jetzt? Miyokonas hodo no atsuki butai yo. Netter Effekt, aber ja, okay. Get up!
られるか。まだまだ。防御に専念するんだ。The defector was the damage. Richtig.許されることは抗うことのみ。Hä? Was will der von mir? Ich hau dich einfach weiter. Damage? Wo ist der Damage? Genau, oh Gott. Ich hab dich einfach weiter. Ich hab dich einfach weiter. Ich hab Nein, psychologische Tricks. Emotional Damage. Okay. Random Angriffskette, dachte ich auch gerade. Ah, jetzt ist der Punkt, wo einer nach dem anderen diese tollen Videos kriegt und dann sind sie alle, haben sie ihre Kräfte wieder freigeschaltet, damit man den Boss schafft und so. Weißt du, es sagt 1200% Schaden und es macht keinen Schaden, weißt du? Das ist auch nicht schlecht. Ja, 1200 wo? Der hat viele Cutscenes, der Boss. Macht er gerade eine Genki-Dame? Er macht eine Genki-Dame. Vale no Skara, meine Kraft. Hör ich da nur raus. Erst wenn es einfach keinen Fick gibt, dass du gegen ihn kämpfst. True. Aber das liegt daran, dass er schon öfter den Kampf gehabt hat und jedes Mal gewonnen hat, ne? Also. Er hat ja gerade gesagt, wie oft muss ich schon, euch schon wieder hier sehen? Wie oft muss ich diese Frage stellen, so, weißt du? Also, die sind nicht die Ersten, die bei ihm ankommen. Also die ersten Varianten von diesen Leuten, die bei ihm antanzen. Aber wir sind die Variante, die ihn besiegen wird. Das ist der Unterschied. Das weiß er ja halt nicht, ne? Haben wir schon schön gemacht. Ist halt ein bisschen sehr kaputt dadurch, dass ich Max Level bin und so, aber sonst ist okay. Eher auf jeden Fall was anderes, ja, das stimmt. Aber es ist auch schön inszeniert, dass er dann die ganzen Kräfte dann noch hervorheben wieder, ne? Und wir wissen ja, dass da noch was ganz anderes kommt, wenn wir DLC 4 irgendwann spielen. Aber wir werden erstmal dann den Postgame dann spielen. Bevor wir DLC 4 spielen. Ich muss Mio und Nia besorgen.
Wer bist du denn, Gekidama, die ganze Zeit? Er sieht aber auf jeden Fall nicht unterhalten aus, dafür, dass er Unterhaltung will. Vor allem ist es auch schön, dass man die ganzen Highlights von den ganzen Geschichten nochmal sieht hier. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön gemacht. Weil es schon sehr lange Spiel, wenn du es mit den ganzen Sidequests machst. Und dann hast du hier diese tollen Cutscenes nochmal kurz. So einen kleinen Flashback. Die Schlüsselmomente von den Charakteren. Kein Bock mehr auf uns. Erstmal Endboss umwerfen und rumschleudern. Total am Disney-Ding, die Erde. Siehst du, ohne Plot-Armor kann er gar nichts. それを知ってなお未来へ進もうとする。なぜだ。なぜか。なら逆に聞いてやる。なぜそう決めつける。そうならない未来だってあるはずだ。そんなものは存在しない。今がすべて。この今さえあれば、それが我らの願い。
すべての臣民に告げる。これより我がキャッスルはオリジンに対し総攻撃を開始する。これは偽りの戦いではない。命をこの手につかみ取るための戦いだ。今ひととき諸君らの命をこのメリア・エンシェントに預けてほしい。おオリジンの中では今、私たちの未来を作ろうと戦っている者たちがいます。生きるということの本当の意味を教えてくれようとしています。彼らが作ろうとする未来、指し示されたその道に寄り添って共に行きましょう。全てのコロニーが一つになって、壮観だね。この戦いに勝ちさえすれば、グムジョ、作ります。あんたのために俺たちの新しい世界を。
優しいな、ニア殿。アグヌスの女王よ。長きにわたり世話をかけたな。いいえ、滅相もない。私はなすべきことをなし、託すべき者たちに託しただけです。その喋り方、まだ続けていたのか。あら、似合いませんか。柄ではなかろう。なら思いっきり行こうかね、メリア。ああ、共に。未来を紡ごうとする若者の思い、それは世界を前に進めるために必要な力。最初の一歩を踏み出すことが怖いってのはわかるよ。でもね、かつて世界を前へと進めてきた若者たちは皆その怖さを乗り越えてきたんだ。未来にあんたたちがいるって信じて。済ませるわけにはいかぬ。この世界はとどまらねばならぬ。わかったよ、メビウスの力の本当の源が。なぜ永遠の今を求めようとするのかが僕もわかった気がする。女王のあの言葉、僕たちのうちにもメビウスはある。ああ、あれ私たち自身だ。自分で自分を怖がって、決めつけて、未来への道を閉ざしてる。その可能性を。だったら、できることはただ一つ。信じるんだ、これまでの俺たち自身を、その先にある未来の姿を。Z-A-N oder ewiger Z oder so. Warum war die Kamera gerade so komisch?
Ich glaube nicht, dass das Gegner sind. Ich glaube, das soll nur cool im Hintergrund aussehen gerade. Man sieht ja auch überall die Schlacht. Da ist der Elben, das Schloss Keves. Wo ist Schloss Agnus? Ich sehe es nicht. Erstmal den Hintergrund betrachten, anstatt den Endboss. Eigentlich will ich immer nur die Synchro 3 machen, damit wir die besseren Attacken haben. Aber die Leute sind immer schon vorher tot und das ist sogar der Endboss. Das ist unglaublich. Er wird immer hässlicher. Kann er auch was anderes als lachen? Gut, dann machen wir halt Angriffskette. So, wieder vollgeheilt. Einfach mal Power of Friendship, ey.
皆さんを援護しましょう。今こそ全ての禍根を断つ時。私を置いていくなんて冷たいじゃない。横槍を許すとは甘く見られたもの。だが奇妙がいくら無礼ようが、ありがたい。これで万全の策を講じることができる。ここからは私たちの番。覚悟しなさい。みんな頑張って。まだまだ。お前たちも我が意に反するか。Du glaubst, der Kampf soll eigentlich schwer sein? Meinst du? Wie kommst du auf so eine Idee? Ich glaube, gerade eben haben wir den Vorteil gehabt, dass wir alle unsere, die ganzen Helden da gesammelt und vielleicht sogar hochgelevelt haben. Weil, denk mal, das sollte diese Prüfung sein, wie unsere Bande ist. Denk ich mal. Sonst wären weniger aufgetaucht oder so. Oh, jetzt kommen die beiden dazu. Yes, please. Die hat sogar so eine Variation von ihrem alten Outfit an. Das erklärt auf jeden Fall, warum die erst im Postgame verfügbar sind. なんて強さだ。こんなにも人の思いが強いだなんて。当然だろ。怖いんだよ。どうなるかわからない明日が、自分が。だけど止まることなんてできない。止まっても自分は変わらない。世界は変えられない。だったら俺は進みたい。俺たちのこの手で未来を選び取りたい。選び取れない時はどうする。
その絶望は誰が癒してくれる？世界には己しかおらぬ。ならば絶望を癒してくれるのは消滅のみだ。それが世界なのだ。嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ。そんな世界嫌なんだ。オリジン内部からの光、いや、メビウスたちの叫びか。なんて強え叫びなんだ。なあ、見よ。M！ あの時消えたんじゃなかったのか。うん、一緒にいたんだよノアたちと。だって元は一人の人間なんだから。俺たちは後悔から生まれた。 N！希望から兆したお前たちとは違い、俺たちにあるのは後悔だけだ。あの時こうしていれば、もし違う自分であったなら。だから自ら変わろうとはせず、ただ世界が変わることだけを願った。共に永遠にありたいという身勝手な願いにすがった。それは自然なことよ。誰だって願うことだもの。恥じることなんてない。ありがとう。でも私たちの存在がこの静止した時の中にとどまろうとする者たちに力を与えている。ならば選ぶべきはただ一つ。やめろ M！ M！ やめるんだ。メビウスは俺たちで何とかする。あそこにいるのは Z でもメビウスでもない。たった一つの切なる願い。願いにあなたたちの思いは届かない。だけど同じ願いである私たちならば。ここにいていいんだ。いや、いよ、俺たちと一緒にこの世界を歩いていこう。そうよ、もういいの。もう十分だから。やっと一緒になれたんだから。優しいな。なんて優しい瞳なんだ。あの時俺たちもそんな瞳だったのだろうか。ノア、ミオ、異なる世界にありながら俺たちは命を残せた。それは未来への希望。心と思いは一つになって新しい命を紡ぐことができた。だから大丈夫。信じて進め、その足で。
俺たちが目指し、たどり着けなかった地平へ。お前たちなら、きっと。私たちの代わりに、未来を。Z たちメビウスも世界を守ろうとしていた。だから静止した世界を作り出した。理解できない話じゃない。同じようなもんが俺たちの中にもあるからな。変わるのは、変わっていくのは確かに怖いよな。でもこれだけは言える。たとえ再生されたとしても、その時その一瞬の思いは本物。その思いを犠牲にしていいわけない。不自然な姿はやっぱり間違ってるよ。良いのだな、その選択で。もうすぐ静止した時が動き始めます。今ならばまだ間に合う。いやいやいや、俺たちにメビウスになれってのか。さすがにそれはな。ノア、何を迷っておる、ノア。進みたいもの、とどまりたいもの。この世界にはいろんな人の思いがあった。俺たちにそれを選ぶ権利なんてあるのかな。私たちのことは気にすんな。お前らが作った未来に生まれてこれるなんて最高じゃねえか。だからよ、望むままにやりゃいい。ゴンド、まあ名前は変わってもいいけどな。ノア、望むものはみんな同じ未来の姿じゃないかな。ああそうだな。未来はそこにある。そなたのこれまでの行動、仲間たち、そしてそなた自身を信じろ。なら答えは簡単だ。
そろそろだぜ。ああ、分かってる。すぐ行くよ。そういや、一度も言ったことなかったな。何を？お礼の言葉。お礼って？ありがとう。俺と一緒にいてくれて、ミオがいてくれたから俺はここまで来れた。なんだ、そんなことか。なんだって。知ってるよ。え？私もノアと同じだから。君がいてくれたから思いを遂げることができた。そうか、そうだよな。うん、だから私からもありがとう、ノア。いいコンビだったな、俺たち。まあそこそこにね。そこそこ？かなりの間違いじゃねえのか。じゃそういうことにしておいてあげよう、ランツ君。なんだよそれ。もう一緒に筋トレできないね。ああ、俺がいないからってサボんじゃねえぞ。するよ、毎日ランツのこと思い出しながら。ああ、俺もだ。これを。何これ？ハーブティーのレシピだ。茶葉の焙煎から入れ方まで書いてある。でもこれ無駄じゃね？無駄とは？だって世界が元の姿になったらこの紙だってん？その点に抜かりはない。その紙もインクも君たちの世界のものだ。ここに書いてあるお茶の葉っぱも？当然だ。さすがだね。僕を誰だと思っている？誰って、相方だろ。私の4番目の。4番目？ちょっと待て、ノアだろ、ランツに。もしかしてヨラン？なんで男限定で考えてる？冷静になれ僕。何？不満なの？せめて2、いや3番でもいい。4番目ってのはちょっと。考えとくよ。行くー、まだだー。時間だ。お別れだね。たとえ遠く離れても俺は君のこと。離れないよ、いつだって私はそばにいる。思いはつながってるから。どこにいても。え、どこにいても。私たちの世界はまだ若い。すれ違い、傷つけ合って、それでも進んでいくしかないのだろうな。だけど信じてるよ。たとえ今は一時は離れたとしても、いつの日か必ず共に歩める日が来るって。
から帰るよ。これが俺たちの世界の全てだ。思い出は朝日に溶けていき、そして新しい一日が始まる。俺たちの前には道がある。たくさんの道が。どれを選ぶかは自分次第。時には迷うことだってあるだろう。立ち止まって泣くことだってあるだろう。だけどそれでいいんだ。道はカナダまで続いてるんだから。さあ前を見て、目指した地平に向かって、それでも進め。So, da haben wir's. Ich bin gespannt, wie das mit dem Postgame funktioniert. Wahrscheinlich werden wir vor dem Endboss reingeladen in das Spiel. Weil sonst funktioniert das ja nicht, dass man da irgendwie irgendwen sammeln kann. Die Namen von den Möbius da. Ja. Ja. Wie viel haben wir denn da? Habe ich die Seite noch offen? Ich habe die Seite noch offen. So, in dem Postgame steht hier zumindest. Gibt es Heldenmissionen für Nia und Melia? Das ist dann 1, 2. Sidequests. Da gibt es Events, die passieren können. Und Aufstiegsmissionen für Nia und Melia. Im Grunde genommen halt nur die beiden quasi. Das. Ja. Ich weiß nicht viel, aber wir haben ja noch dieses C4 dann. Das haben die Leute ja scheinbar auch alle an einem Tag abgefrühstückt, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja. Warum nicht?
So, ich frage mich einfach mal, wie lange dauert das bestimmt? Das dauert bestimmt auch seine 4 Stunden, oder? Du hast 2 Heldenmissionen, 2 Aufstieg, also 4 Heldenmissionen quasi. Dann hast du 2 Sidequests. So eine Heldenmission kann jetzt so zwischen eine halbe Stunde und 2 Stunden dauern, glaube ich, ne? Ist halt, ich weiß nicht. Kriegen wir das noch hin heute? So, wie sieht's aus mit deiner Müdigkeit? An für sich. Wir könnten das heute abfrühstücken, dann brauchen wir nur noch das DLC machen. Du gehst schlafen. Na gut, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn ich dann auch... Geschlafen, das erklärt er. Wie was? Hä? Du verwirrst mich. Gehst du jetzt schlafen oder sagst du nur, ich soll schlafen gehen? Das erklärt es. Okay. True. Ja, aber war nett. Ja. Also, ich bereue die 200 Stunden diesem Spiel nicht. Es hat Spaß gemacht. Jo. Ich guck noch, ob es irgendwie ein Post-Credit-Szenen oder sowas gibt. Aber eigentlich haben wir ja gerade schon genügend Post-Credit-Szenen quasi gehabt mit, damit das gerade, wie heißt, ja, dieses Foto war und die Amelia hatte das Monado an der Wand hängen, ne? Das war schon extras genug, glaube ich. Ich glaube nicht, dass da jetzt was kommt, außer dass der Titelbild halt anders aussehen wird. Ja, ich frage mich, wie lange das noch dauert. Haben halt viele Leute an diesem Spiel gearbeitet, ne? Viele Leute. Da werde ich einfach mal zusehen, dass ich morgen dann, beziehungsweise heute, es ist ja schon nach 0 Uhr, dass ich da die Sachen, die ich machen möchte, erledige, dass wir dann das Spiel morgen komplett beenden, quasi mit dem Postgame halt. Gute Nacht, Logo. Danke, dass du beim Finale dabei warst. Das macht mit anderen Leuten natürlich immer ein bisschen mehr Spaß als alleine.
ノア、何やってんだよ。始まっちゃうぞ花火大会。またまたしてっといい場所取られちまうよ。そうだよ、早く早く。ごめん、ちょっと考え事、今行くよ。Stufen und Rastpunkte. An Rastpunkten kannst du unter Stufen steigern, aber jetzt auch Stufen absenken. Dafür erhältst du entsprechend die Menge EP-Bonus. Heldenausrüstung. Wähle Charakterausrüstung im Menü und um die Ausrüstung eines Helden anzupassen. Ja, speichern wir. Kirokusteokanaito. Asahi no mukougawa ni 思い出が消えていく。遠く彼方へと遠ざかっていった姿はもう見えない。でも大丈夫、私は忘れない。再び会えるその日まで君のことを。So, somit haben wir Xenoblade 3 Hauptstory abgeschlossen. Jetzt fehlt noch die Postgame mit Mio und Nia. Mio und Nia, ich meine, mit Melia und Nia. Sie haben die alle so ähnliche Namen? Mio, Nia. Wie auch immer, Nia und Melia. So, das muss richtig sein. Und das können wir beim nächsten Mal machen. Ich gehe nur kurz nochmal kurz rein, wo wir aufpoppen. Und dann können wir morgen das machen. Ich denke mal, dass ich das morgen machen werde, weil es nicht mehr viel ist. Und danach können wir die erlöste Zukunft machen. Weiß nicht, was mir New Game Plus da jetzt noch bringen will. Ich habe eigentlich 100%. Bis wir haben ja die zwei Sidequests da noch vom Postgame und die Helden- bzw. Aufstiegsmission von den beiden Königinnen. Was heißt, mit New Game Plus hätten wir quasi nichts, was irgendwie freispielbar wäre. Es macht nichts. So, gucken wir kurz rein. Okay, wortwörtlich, genau vor dem Eingang.
kurz hier die Punkte wegmachen. Wir können jetzt... Ah, hier können wir jetzt für Kevis und Agnus Dinge machen. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir ja sogar den Ruf voll. Ist auf jeden Fall sehr viel Ruf. Ja gut, das war jetzt nur für das erste Ding sehr viel Ruf. Tyrannenring, okay. Die Möbius-Dreckskerle schlagen uns nie. Ah, nicht schlecht. Ich fand, die Post-Credit-Szene war ja gerade auch schon ein bisschen... Also scheinbar sind sie nochmal wiedergeboren worden. Und dann hört er die Melodie von der Flöte, ne? Ich weiß jetzt nicht ganz, ob es die Agnus-Melodie war. Das war halt diese übliche Melodie, die wir die ganze Zeit gehabt haben für die Leute. Und er ist auf jeden Fall einen anderen Weg eingeschlagen scheinbar, ne? Und dann hat er... Dann halt noch der Tagebucheintrag von Mio. So, mal schauen, vielleicht klappt's ja. So, Schloss Kevis ist 100%. Sehr schön. Wir haben die nicht als Helden natürlich, weil wir sie erst mit den Heldenmissionen freischalten. Da haben wir dann auch Ursprung Inneres. Das ist dann direkt beim Endboss, falls man den halt unbedingt machen will. Ah ne, ja, das komplette Karte ist hier, okay. Ja, wenn man farmen will, hat man hier alles quasi. Ja. Why not? Why not? Hier ist ein Event. Stimmt, jetzt haben wir auch noch die Dinger in diesen... in der Arena. Die sind ja jetzt auch freigeschaltet, weil es ja Postgame ist. Ah. Yes, please, yes, please. Haben wir doch ein bisschen was zu tun morgen, ne? Okay, hier sehe ich nichts. Hier haben wir das andere Missionsereignis. Da ist wahrscheinlich hier der Nia und beim anderen ist der Melia oder was? Oder ist die auf einer vierten Ebene? Hier im Schlosssaal ist sie nicht. Zumindest ist ja kein Ereignis. Ja gut. Oh doch, da. Erste Ebene.
da ist dann wahrscheinlich Melias Quest. Das heißt, das in der City ist diese Sidequest, die ich auf der Website gesehen habe. Dann würde ich sagen, was ist das für heute? Wir haben das Spiel durchgespielt. Wir machen jetzt noch die paar Quests, die über sind. Und dann kümmern wir uns um DLC 4.